Gibt es eine Cancel Culture? Gibt es also die große Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Die Frage hatte ich euch gestellt und ihr habt sie mehrheitlich mit Ja beantwortet. 66% sind dafür, dass es momentan eine Cancel Culture gibt. Und aus diesem Grund habe ich euch heute ein Sachbuch mitgebracht, eines, das ich gerade gelesen habe und das mir gut gefallen hat, wenngleich Adrian Daub eine andere Meinung vertritt. Also er sagt eben, es gibt keine Cancel Culture, zumindest nicht in dieser Form. Sein Buch heißt Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Erschienen ist es hier in der Edition Surkamp, das ist ja üblicherweise ein Garant für hohe Qualität bei Sachbüchern und so ist es auch hier. Ich denke, dass Bücher, die uns nur nach dem Munde reden, auch letztlich nicht erweitern und von dem her hoffe ich, dass euch dieses Buch vielleicht gefallen könnte. Mich hat es auf jeden Fall belehrt und erweitert und es eignet sich mit Sicherheit auch als ganz gute Einstiegslektüre in nicht nur in das Themenfeld von Cancel Culture, sondern generell von moderner Streitkultur in Deutschland. Ja, es ist zwar ein wirklich sehr gutes Sachbuch, ich muss aber doch sagen, dass mir die Sprache manchmal zu polemisch war, zu wenig wissenschaftlich und doch auch manchmal zu tendenziös. Also da ist Adrian Daub eben fest davon überzeugt, dass er seine Meinung zu Beginn gefunden hat und auch nicht mehr verlieren wird. Und deswegen ist er manchmal relativ unausgeglichen in seiner Darstellung der Gegenwart. Aber dennoch ein empfehlenswertes Buch. Wenngleich ich auch hier nochmal sagen möchte, dass dieses multiperspektivische Sachbuch Kritik des Moralismus mir noch etwas besser gefallen hat, auch weil der Begriff ja hier nicht so scharf auf das Canceln bezogen ist und dadurch bleibt dieses Buch eben noch etwas flexibler in seiner Beobachtungsgabe der Gegenwart. Ja, Adrian Daub wurde 1980 in Köln geboren. Er ist ein deutscher Komparatist, also ein vergleichender Literaturwissenschaftler und er bringt hier die Literatur auch in dieses Sachbuch. Stoner Pnin oder Der menschliche Makel sind Romane, die an einer Universität spielen und die er dadurch eben auch für erwähnenswert in dem Kontext hält, denn die Universität in den USA als Brutstätte sozusagen einer angeblichen Cancel Culture wird bei Daub beleuchtet. Mittlerweile arbeitet er als Hochschuldozent an der renommierten Stanford University in Kalifornien in den USA. Er kennt sich also nicht nur mit Literatur, sondern auch mit dem Campus in den USA sehr gut aus. Dieses Buch enthält einige Thesen, die jetzt auf den etwa 350 Seiten dann ausgebreitet werden. Eine These lautet, die Cancel Culture mag als Begriff neu sein, aber es gibt sie als zugrunde liegende Art und Weise der Auseinandersetzung eigentlich schon seit Jahrzehnten. Früher hieß sie zum Beispiel nur politische Korrektheit. Was ist jetzt aber die Cancel Culture? Ich hatte beim Lesen erstmal gar kein Problem, aber je weiter ich gelesen habe, desto mehr Fragezeichen haben sich angehäuft und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht genau weiß, was dieser Begriff denn eigentlich aussagen soll. Und deswegen hätte ich meine eigene Frage vermutlich beantwortet mit ich weiß es nicht, ich weiß nicht genau, wie die dritte Option hieß, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es das gibt, weil auch Adrian Daub den Begriff philosophisch nicht fasst. Er versucht eher seine Anwendung in den Medien zu beschreiben und daraus ableitend, wie denn eigentlich der Begriff verwendet wird und von wem er wie verwendet wird. Also, Cancel Culture ist natürlich einmal ja ein Begriff, der sich auf eine Diskussion bezieht, in der der Diskussionsgegner eben nicht mehr inhaltlich auf eine Meinung reagiert, also nicht mehr Fakten einbaut oder seine Meinung ja durch nachvollziehbare Begründungen eben auch darstellt. Nein, ein Diskussionsgegner bezieht sich eigentlich nur auf den Menschen, also es ist ein Argument ad hominem, mit dem eine andere Person aus der Diskussion ausgeschlossen werden soll und auch alle anderen Beteiligten werden gebeten, es ihm gleich zu tun. Also ein Mensch oder auch eine Meinung hat sich moralisch so weit diskreditiert, dass er eben weg soll aus der Diskussion. Das ist letztlich, denke ich, Canceln. Allerdings gibt es keine feste Definition. Das ist vielleicht auch ein Reiz dieses Begriffs. Man kann noch sehr viel eingemeinden. Man kann es sehr eng fassen, eben wirklich als systematische Mundtotmachung, sodass diese Person nicht mehr in der Öffentlichkeit erscheint. Aber dann würde ich sagen, gibt es das überhaupt nicht. Manche sehen vielleicht auch Cancel Culture am Werk, wenn irgendjemand Widerworte findet zur eigenen Meinung. Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze. Und dann halt, wie gesagt, was ist denn eigentlich das Canceln in einer multimedial geprägten Welt? Wir leben halt im Jahr 2023. Es gibt unzählige Fernsehsender, unzählige Radiosender und vor allem, liebe Leute, es gibt das Internet. Und
x-beliebige Kanäle auf YouTube haben wesentlich mehr Abonnenten als irgendwelche offiziellen staatlich geförderten Rundfunkanstalten. Also meine Kinder in der Schule haben wahrscheinlich teilweise vom offiziellen Fernsehen noch nie etwas mitbekommen und leben mehr oder weniger nur im Internet. Also einen Menschen wirklich zu canceln, ihm oder ihr alle Möglichkeiten der Öffentlichkeit zu entziehen, das ist ja völlig absurd. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Es funktioniert ja immer nur in Bezug auf einen Kontext. Also dass man zum Beispiel Thilo Sarrazin aus der SPD ausschließt, dann ist er nicht mehr im Kontext der SPD und wird natürlich dort gecancelt. Aber natürlich bedeutet das andererseits, dass er eine große Aufmerksamkeit bei anderen Menschen eben gewinnt. Gleiches gilt für J.K. Rowling. Auch wenn deren Bücher und deren Videospiele und Filme nicht mehr gekauft werden, ist sie dadurch ja nicht weg vom Fenster, sondern gewinnt natürlich eine größere mediale Präsenz vielleicht sogar. Also ich denke, dass ein effektives Canceln nicht möglich ist. Worauf bezieht sich dann dieser Begriff? Ist es eine Selbstzuschreibung oder ist es eine Fremdzuschreibung? Auch das ist nicht klar. Ist es ein moralischer Begriff? Also erhebt sich da jemand auf einer Metaebene über die Diskussionsteilnehmer und sagt, ich erkenne, was du versuchst und ich finde, dass du dich nicht richtig verhältst, du bist hysterisch, du bist nicht mehr objektiv, du bist nicht mehr sachlich in deiner Darstellung. Ist es also ein moralischer Begriff oder ist es deskriptiv, will es eigentlich nur ganz sachlich beschreiben, was in der Gegenwart stattfindet, aber wenn es so wäre, wo wird dann wie gecancelt? Also das würde ich ganz gerne einfach in Erfahrung bringen. Oder ist es ein normativer Begriff? Stellt es vielleicht auch einen Wunsch dar? Ist es vielleicht manchmal auch erwünscht, jemanden zu canceln, wenn der eben eine undemokratische Meinung präsentiert? Also Adrian Daub kann wahrscheinlich auch diese ganzen philosophischen Fragen nicht klären, weil es keine Begriffsbestimmung ist, sondern eher der Versuch, hier ganz pragmatisch sozusagen das Vorkommnis zu überprüfen. Warum wird es in Medien, vor allem eben in bürgerlichen Medien, so häufig gebraucht und was bedeutet das? Aber ich habe ganz klar ein großes Problem mit dem Begriff der Cancel Culture. Es findet sich im Internet vor allem in Form von Anekdoten. Irgendwo passiert irgendwas, relativ wenige Fakten werden geliefert, was Absicht ist, denn es soll eher so ein Bedrohungsgefühl aufgebaut werden. Der Leser soll sich empören. Was? Man darf nicht mehr Flipchart sagen oder man darf nicht mehr von biologischen Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen sprechen. Dafür werde man angeblich, so vielleicht Jordan Peterson, sofort gecancelt. Aber das ist eher so anekdotisch, das könnte überall passieren oder nirgends. Und das ist eben auch die Masche. Und Adrian Daub spricht auch von der Disproportionalität dieses Diskurses. Also in ganz vielen Medienhäusern wird eben ein Artikel nach dem anderen über die bedrohliche Konsequenz von Cancel Culture veröffentlicht. Gerade so das Feuilleton der NZZ ist für Adrian Daub Teufelswerk. Dort schwadroniert ein ja älterer Mensch meistens, der sich für sehr wichtig hält, in einer mehr oder weniger auch selbstverliebten Art und Weise vor sich hin und sagt, ja, George Orwell, das sei heute schon der Fall, die dystopische Literatur, die sei jetzt endlich hier auch in der Realität anzutreffen, wie schrecklich, wir leben in den fürchterlichsten Zeiten überhaupt und das sei so ein singuläres Genie, das ich aufspiele und das alle möglichen Bedrohungsszenarien eben erfühle, ohne dass es irgendwas mit Fakten zu tun haben muss. Und da sagt Adrian Daub, dadurch wird natürlich auch die Bedrohungslage in den bürgerlichen Zeitungen perpetuiert und eben auch so unters Volk gestreut, aber man findet kaum tatsächliche Vorfälle von Cancel Culture, abgesehen vielleicht von einigen Vorkommnissen bei Twitter in Bezug auf Young Adult Literatur, weil dort die Zeitströmungen offenbar so schnell sich wechseln, ja, weil dort so viele Bezüglichkeiten am Werk sind, dass manchmal die Leute nicht mehr genau wissen, was sie noch schreiben dürfen, selbst dann, wenn sie zum Beispiel für LGBTQ-Menschen schreiben wollen oder wenn sie für das schwarze Leben sich gerade stark machen wollen in einem Tweet, dann kann es sein, dass sie, ohne das zu wollen, vielleicht einen Shitstorm erfahren und eben auch gecancelt werden. Wobei wir auch Monica Maron ansprechen können, da musst du jetzt nicht in die Young Adult Literatur schauen. Also es ist ein definitiv sehr, sehr interessantes Buch, das will ich doch behaupten. Aber für mich erschloss sich nicht immer, was Cancel Culture eigentlich jeweils bedeutet. Ich mochte am liebsten fast schon die Exkurse in die Politik und in die Literatur der 60er Jahre in den USA, wenn Adrian Daub eben nachweist, dass in den 60er Jahren zum Beispiel schon der spätere US-Präsident Ronald Reagan
die Universität nicht mehr als Ort der hehren Bildung und der Wertevermittlung pries, sondern eben als Sündenpfuhl von Sex, Drugs and Rock'n'Roll angeklagt hat. Und dieses Grundmuster schuf dann eben den Nährboden für Ressentiments gegenüber der US-Universität. Viele konservative Denker wie Alan Bloom oder D'Souza oder Buckley haben dann Werke geschrieben über die angeblich so verstandesferne Universität, die so in linker Hand sei, die eben schon ideologisch letztlich durchformt sei und die sei jetzt so ein Alternativkorpus, der mit der US-amerikanischen bürgerlichen Gesellschaft eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und das war dann eben der Nährboden für ganz, ganz viele Mythen rund um Cancel Culture an der Universität, und das schwappte irgendwann nach Deutschland und hier ist es jetzt und jetzt müssen wir es ausbaden. Ja, da hat mir also auch der Verweis auf die Romane Stoner und Pnin und Der menschliche Makel gut gefallen. Der ehemalige Bundespräsident Gauck hat zum Beispiel mal gesagt, die Tatsache, dass es gerade in Deutschland auch Cancel Culture gäbe, die sei ja sinnfällig allein schon durch Philip Roths Roman Der menschliche Makel, der werde ja bewiesen, wie das funktioniere. Also Gauck hat relativ unkritisch und ungeprüft diesen Roman von Philip Roth einfach als politische Realität genommen. Das ist doch auch ein schönes Zeichen für die Kraft der Literatur, wenngleich das eben so verallgemeinernd war, dass man da nicht von einer präzisen Analyse sprechen kann. Ja, ich würde sagen, es lohnt einfach, den Blick immer wieder auf das konkrete Beispiel zu lenken. Es hilft nichts, du musst dir immer im Speziellen anschauen, wird da gerade eine Person gecancelt oder wie wird das gerade umgesetzt? Und ich denke, wenn gecancelt wird, dann wirklich nur in Bezug auf eine Heimatebene, ja, auf ein Habitat, aus dem man vielleicht verscheucht werden kann, durchaus. Aber ansonsten halte ich das für eher unmöglich, jemanden wirklich zu canceln. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich die Diskussionsart in der Gesellschaft für gesund halte. Ich finde auch, dass wir häufig nicht mehr sachlich argumentieren, dass wir uns häufig aus Diskussionen herauswinden, dass wir manchmal unter der Gürtellinie landen, dass wir zu Beleidigungen neigen. Natürlich durch die Anonymität des Internets ist das ja auch ganz leicht. Ich finde auch, dass große Medienanstalten etwas ideologisch geprägt erscheinen hin und wieder. Also man hat doch relativ viel kritische Stimmen gegenüber konservativen Politikern. Und ich bin kein konservativer Mensch, aber ich nutze einfach die Worte von Voltaire. Ich teile deine Meinung nicht, aber ich werde natürlich auch alles dafür tun, dass du sie behalten kannst. Ich finde, das sind wir einander schuldig in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, und wenn jetzt ein CSU-Politiker aus Bayern als homophob bezeichnet wird, nur weil er das tut, was ein CSU-Politiker halt in meinen Augen leider tut, nämlich konservative Werte hochhalten, der Familie, der Kernfamilie, verheiratet, katholisch, Häuschen und so weiter und so fort. Wenn er dafür als fortschrittsfeindlich und homophob bezeichnet wird, dann empfinde ich das als einfach eine absichtsvolle und eben auch tendenziöse Darstellung, während man auf der anderen Seite ganz viele Kontexte überhaupt nicht behandelt. Man könnte ja auch mal schauen, wie homophob eben die unterschiedlichen Weltreligionen sind. Und man hat dazu, finde ich, überhaupt keine Analysen. Das scheint einfach nicht gemäß der Denkweise zu sein. Vielleicht ist das anti-ideologisch, beziehungsweise man hat vielleicht auch Angst vor den Konsequenzen. Aber das spricht dann für mich einfach nicht für eine sachlich geführte Debatte, in der jeder eben, sagen wir, angstfrei kommunizieren kann. Also so etwas wie eine Selbstzensur, glaube ich, gibt es durchaus, definitiv. Ein Video übrigens, eines meiner Videos zu den Erkenntnissen in der Literatur, wurde von YouTube nicht monetarisiert. Mit der Begründung, ich würde dort Hasssprache verbreiten. Und ich spreche dort wohlgemerkt einmal über Nabokov, über die Vergewaltigung in dem Roman und über die Vergewaltigung eines Volkes bei Aimé Césaire. Ja, da geht es ja um die Befreiung der Schwarzen. Und weil ich in diesem Buch natürlich den Sadismus, die Brutalität der Menschen beschreibe, nutze ich eben auch diese drastische Sprache. Also was ist die Konsequenz, wenn ich vielleicht davon leben sollte und wenn ich sonst nicht monetarisiert werde, dann habe ich vielleicht zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze eine butterweiche, völlig entschlackte Sprache, die in Beliebigkeit mündet, ja, und einfach nicht mehr die Grausamkeiten der Welt beschreibt, an denen wir ja auch reifen können, an denen wir unsere Ressentiments brechen können, um wieder zu erkennen, wie wir leben sollten. Oder ich werde diese Bücher halt gar nicht lesen, sondern einfach auf unverfängliche Unterhaltungsliteratur umsteigen. Denn da wird YouTube wahrscheinlich nicht reingrätschen und mir die Monetarisierung verweigern. Für mich ist das jetzt erstmal überhaupt kein Problem gewesen natürlich. Aber das ist für mich auch so eine Art und Weise, dass da irgendwelche Regelwerke existieren, die man aber nicht genau durchschaut, wo aber gesagt wird, wir müssen auf eine Netiquette achten,
ohne dass aber kommuniziert wird, warum denn eigentlich? Also was ist an bestimmten Schimpfwörtern denn falsch? Und wie soll ich denn über die Großartigkeiten der Weltliteratur reden, wenn ich sie zitiere oder wenn ich die Kraft eben aufnehme und darüber spreche, was in der Welt nun mal verdammt nochmal falsch gelaufen ist? Also da ist doch einfach eine pointierte, drastische und manchmal eben auch dunkle, böse Sprache notwendig. Das geht jetzt nicht in den Kern von Cancel Culture, aber ich kenne eben den Kern von Cancel Culture auch nicht. Ich glaube, es gibt keinen, weil dieser Begriff eben so wahnsinnig modern ist. So, ich bin am Ende angelangt. Ich will euch sagen, dieses Buch hat mich auf viele Gedanken gebracht. Ich mochte es gerne, wenngleich es manchmal sprachlich polemisch ist und vielleicht auch sehr viele Fragen offen lässt. Aber da sind natürlich wir und vor allem die jüngeren Generationen gefragt, diesen Diskurs fortzuführen. Und ich will mich natürlich auch nochmal stark machen für Marginalisierte oder eben für Minderheiten, die jetzt ihre Diskurse finden. Ich finde das total großartig. Aber was brauche ich? Ich brauche YouTube, ich brauche euch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf ein nächstes Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von Cancel Culture haltet. Habe ich euch in irgendeiner Hinsicht vielleicht auch mit neuen Ideen überzeugen können? Oder sagt ihr, nein, das ist ganz anders? Dann erklärt es mir bitte in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.